أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قادنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى شفيت مسلم أن على نتبقى دوشلان يسن هي قادة إن عبدوخ إن سنتخال سوماليا und wir sind hier im Krankenhaus oder wie was man Krankenhaus nennen kann in der Stadtteil Wabari und hier ist der Dr. Bille, dem ich jetzt einige Fragen stellen werde, inshallah. Ich werde meine erste Frage wird sein, wann wurde die Krankenhaus gegründet und wie lange nimmt der Doktor seine Arbeit schon auf? Der Dr. Ruhan ist إلا هوش هذا إلا هذا قوتين إلا قرتي هوش نبيلة قوتين. إشبتال كان هانو وما سنتهاي. إشبتال كان وهاوي أمان هوسبتال بالإيرادة. ووها نقود ده غير قبر ديسبرا. بعد اسمه سبيلدين كسر نقود ده. مر كورونا عجلة ده نقو عندوه أعداد كيا أيوة ما إلا تك تك عنده أقو قيمنا هيو. يا هالان تك تي وهالكان كت تك تي. سلاب ده بعسل صاحبه ده تستي. Ich würde besitzen darf, also die Arbeit hat so angefangen, dass der Doktor in das Ziel gegriffen hat und einfach Medikamente auf der Straße verteilt hat. Es wurde ein Video aufgenommen und wurde ein somalische Leute, die in der Ausland wohnen, beispielsweise in Holland gezeigt und denen hat das ein bisschen wehgetan und die haben versucht, was organisieren und haben es geschafft, diese Gebäude, die ihr jetzt sehen könnt, zu errichten, damit der Doktor seine Arbeit vernünftig aufnehmen könnte. Jetzt werden wir Doktor bitten, dass er uns im Krankenhaus ein bisschen zeigt, seine Arbeit, die Räume und die Arbeitsmaterial. Mission war Theater Operation, war geübter Theater Operation. وقفت اسبيتال كوبله يدك لو قالو sida war wundiska ama dhaawacyada dagaalka ahliga ama mararka qaar kood dhaca ama shilalka caadiga ah weeye marka qalab ku filan oo NF nagu ah ma hayno marka umbo hadda waa in la caawiyo u baahanahay oo qalab la'aan baan aad ugu lidana. Also hier ist Operationsraum, wie ihr sehen könnt, wenn man das wirklich einen Operationsraum nennen kann. Hier versucht der Doktor seine Arbeit, also die Verwundeten, sei es Verwundete wegen Schusswunden oder Unfall, die werden alle hier operiert. Und hier ist es ein Operationstisch. Jetzt, wie ihr sehen könnt, also hier wählt jegliche Instrumente. Und das ist wirklich sehr traurig zu sehen, in welchem Zustand der Doktor hier arbeiten muss. Hier ist der Equipment, also die Arbeitsmaterial. Und ihr sehen könnt, also der Hygienestandard ist nicht so hoch. Und das ist bedingt durch die geringen Ressourcen. Und das wieder schon hier ist der Ruhebett. Das heißt, wenn der Patient operiert wurde, wird er hier hingelegt. Und damit er sich erholen kann und von seiner Operation. Und danach ins normale Zimmer gebracht werden kann. Hier ist das Schlafzimmer. Und zwar hier werden die Patienten, die operiert worden sind, hergebracht in den Betten. Wie ihr seht, sind nur zwei Betten vorhanden, beziehungsweise drei Betten. Und das ist eigentlich, wenn man das betrachtet, dass hier etwa 140.000 Menschen leben. Es ist kein Zustand. Jetzt werde ich Bruder hier fragen, den Patienten hier fragen, was mit ihm passiert ist und wie sein Zustand sich verändert hat, seitdem er hier ist und was sein Problem, was seine Verletzung war. يا دكتور كيسو كودا ويجي يا صاحب حالة ذات هاي بكل أبهر بديكو حالة ذات هرة ولا الأدب أم ولا ذن هاي أنا لوك تبع هاي قاعد عاري شيل قاري وي مركز شيل قاري وده عينه
وحالي كان اسبتال كان ادي اد بان والله انا هاد اختاركم وحي وقبتي وانا تشبان لقبت ويشبتي اد بان وقليستي هاد انا والله كان اد بان برواقع سنة سيدي هورانا وحبادن باسكي بدلي Also der Patient sagt hier, dass er einen Autounfall hatte, der hat sein Bein ist gebrochen und seitdem er hier ist, der Doktor hat ihn alhamdulillah also sehr gut behandelt und der Bruch heilt jetzt langsam und der Patient sagt, dass er seinen Zustand, seitdem er hier ist, sehr, sehr verbessert hat. عالمك وحنا في سنة وحنا قعد صنينا إني وحنا وقفتان سبيتالك وحنا وقفتان داون نوكينان قلب نوكينان سيدتك أيو عاويان أو من عاوي عالمك وحنا في سنة يعني ونوتشي السباسينت فيكتين سوداس dass er an allen an die ganze Welt appelliert dass man denen hilft mal wie man sehen kann der Zustand ist nicht ertragbar Und die Menschen hier versuchen, soweit es geht, die Arbeit zu machen unter diesen Bedingungen. Und der Patient fordert auf, dass die Welt ihn hier nicht vergessen darf, dass man den Hilfe in jeglicher Art zukommen lassen soll. Hier ist der zweite Patient, dem werde ich auch die gleichen Fragen stellen, wie sein Zustand ist, was die Ursache war, dass er hierher gelandet ist und wie sich sein Zustand verändert hat. Waxaanka aftana ina dhigtay sababta aad inta u jiftid iyo xaaladaada sidii markii hore ilaa hadda isku bedeshay walaal horta markii hore xanuun baa igu dhacay qandho ayaa tarbaha isoo madhay ka bacdi isbitaalkan baa lay keenay isbitaalkan ayaa shimbirid fiifay dhaqtarka ayaa aan daawo iyo qoray malaria iyo xasaas iga daaweeyay haddana waan roona xaaladeed nololeed Also der Patient sagt, dass er tagelang Fieber und Schmerzen hatte und er wurde dann hierher geliefert im Krankenhaus und der Doktor hat diagnostiziert, dass er Malaria hat und hat er dann dementsprechend auch die Medikamente aufgeschrieben und der Patient sagt, nachdem ihm der Doktor die Medikamente aufgeschrieben hat, geht es ihm viel, viel besser und erholt sich langsam und bedankt sich bei dem Doktor für seine Hilfe. Hier ist ein Klassenraum, wo die Studenten oder Doktor sein Wissen an die Studenten weitergibt, damit sie auch die Menschen hier auch lernen, sich selbst zu helfen. Deswegen werden hier, wir werden schon noch sehen, einige Studenten dort sehen, die das hier lernen. Und hier ist der Klassenraum, Tafel und hier ist Tische, wie man sehen kann, alles ist hier professorisch und der Arzt, Masha'Allah, versucht alles zu tun, was er kann, damit er sein Wissen weitergibt, damit er auch die Leute sich selbst helfen können. Ich werde auch jetzt dem kleinen Patienten hier die Fragen stellen, wie sein Zustand ist, was die Ursache war, dass er hierher gelandet ist und wie sich sein Zustand bis jetzt verändert hat. Der kleine Patient hat Tuberkulose ähnliche Krankheit, nennt sich Pneumonia und der Arzt hat ihn bis jetzt sehr gut behandelt und der Patient sagt, dass er ihm viel, viel, viel besser geht als vorher und dass er sich freut, dass er hier die Möglichkeit bekommen hat, dass der Arzt ihn behandelt hat. Und wie ihr sehen könnt, hier auch sind drei Betten, sehr alte drei Betten und ist alles hier provisorisch. Hier fehlt es wirklich an jegliche Equipment, alles an Operationssachen, Mittel und der Zustand ist wirklich nicht ertragbar und auch was die Hygiene angeht. Die Menschen hier versuchen halt ihr Bestes zu tun, dass sie wenigstens etwas machen, damit überhaupt was zustande kommt. Also wie ihr hier sehen könnt, das sind die Mitarbeiter des Krankenhauses. Hier ist der Arbeitsdirektor der Krankenhaus. Ich würde Ihnen einige Fragen stellen. Weil hat nur gewarnt, Arinta ein Haus stark zu schreien so. Sagt Schala auch gleich ein bisschen. Ihr sagt Schala auch gleich ein bisschen.
وقتيينتا طالنا قلب بلا دهي ولما سواح دي وراي لا دهي نولا وتيم كيسي أيو يمالاه أما قبلها هذين أما ويلاشها هذين قفك سو تيم كيسي نسمان سو دي بلعا كمان هردعا وقفك شغاليسي شغاليسي وقتي كيسي أيو يمالاه أنا جا واحد كل شغل لا يا وقت جا داني ماذا أيضا سي ولكن أنا نقول هي. Also der Arbeitsdirektor sagt, dass es zwei Schichten gibt und jede Schicht hat ihr Plan, ihre Aufgabe, was sie zu machen hat. Und hier sind einige Mitarbeiter, sind auch die, das ist die Frühschicht, wenn ich sagen darf, und es gibt eine Spätschicht. Und es läuft alles dem Umstand entsprechend alles gut. Und ich bedanke mich beim dem Arbeitsdirektor für seine Informationen. Jetzt werden wir in der Apotheke des Krankenhauses reingehen und sehen, wie der Zustand hier auch ist. Hier, wie ihr sehen könnt, sind die Medikamente, was das Krankenhaus hat. Also wie man wirklich sieht, also das ist alles, was das Krankenhaus an Medikamenten hat. Und da kann man sich vorstellen, was der Arzt überhaupt hier leisten kann ohne Medikamente. Und der versucht, alles Mögliche zu tun, damit er hier auch die Menschen wenigstens helfen kann. Hier ist der Apothekenjunge. Ich würde ihn eine Frage stellen, wie er seine Arbeit hier aufnimmt. يركب فرمتشيستها هو يدين شيء إنه مركو قريسا قفكو أوت بيشن أما إم بيشن كا داودا أنا يا مركو رليك هنا رختر كي ماشاء كبعدي قفنا أوت بيشن ديبارتمنت أهم بان دوينا أو هوم تريدمنت دل أهدا جرا أو بضان وحي سيريس بيشن بان هل كان إم بيشن هانو لغنا marka daawadan u soo qornaa ku outpatient daawada waa siina home treatment igooda ay banana college ku daaweyn gurigooda laakiin wixii inpatient ah waan ka warqabnaa step by step aan warqabnaa waa ka bacdi ayaa waxay u soo gudbaa farmasiga farmasiga ay ka qaataan daawada Die Patienten, nachdem sie den Arzt gesehen haben, der Arzt verschreibt ihnen Medikamente, sei es mit den Patienten, die hier im Krankenhaus schlafen oder Patienten, die von außerhalb kommen, die ihr Medikament bekommen und außerhalb, also sich zu Hause nehmen. Der Arzt hat gesagt, also, dass er jeden Patienten sich Zeit nimmt, untersucht, um sein Problem festzustellen und nachdem er auch ein geeignete Medikament ausschreiben kann. Nachdem das Medikament aufgeschrieben ist, kommt er hier zu dem Apotheker, der wiederum dieses geeignete Medikament aus dem Schrank raussucht und dem Patienten das zur Verfügung stellt. Jetzt werde ich die einzelnen Mitarbeiter Fragen stellen, was ihre Aufgabe hier ist und wie sie ihre Aufgabe wahrnehmen. Also hier sind die Studenten bzw. der Mitarbeiter des Krankenhauses. Alle sind auf ehrenamtlicher Basis. Das heißt, sie tun ihre Arbeit alles freiwillig. Der Doktor selbst tut auch seine Arbeit freiwillig. Der bekommt keinen Lohn, dafür keinen Cent. Und alles, was er an Medikamente sieht, ist hier alles von der Community hier gespendet. Und die tun ihre Arbeit hier alles freiwillig. Und das einzige Ziel, was sie vorhaben, ist, dass sie was lernen, damit sie ihre Gesellschaft, ihre Community weiterhelfen können. Ich bedanke mich bei den Mitarbeitern. Also wie ihr hier sehen könnt, das sind alle kleine junge Menschen, die versuchen, ihr Community was zu geben. Sie haben sich alle freiwillig gemeldet und wollen ihre Arbeit auch freiwillig tun. Das einzige Ziel, was sie haben, ist, selbst von dem Doktor was zu lernen, damit sie ihre Gesellschaft, ihre Gemeinde weiterhelfen können. Ich bedanke mich bei dem Doktor für seine Mühe und seine Arbeit, die er dem Verein, der Gemeinde hier gibt. Und somit werden wir hier unser Interview mit Krankenhaus Amana im Stadtteil Waiberi abschließen.
ولا إله إلا